Kompostwürmer lieben die Reste aus der Saftpresse. Hier entsteht, wie man sieht, gerade Möhrensaft und das Futter für die Kompostwürmer. Hier ist der Eingang in die Igelhütte. Dort lebt der Igel in seinem Nest und zudem sind die Kompostwürmer untergebracht. Hier in der Hütte sieht man das Nest, da schläft der Igel und in dieser schwarzen Kiste leben die Kompostwürmer. Man sieht die Abdeckung, das ist eine Hanfmatte, darunter sind die Kompostwürmer und eine Schicht Pappe. Kompostwürmer lieben Pappe, die legen dort ihre Kokons ab und fressen auch die Pappe auf. Man sieht hier auch die Reste von der letzten Fütterung. Und jetzt kann man einfach die Möhre da drauf kippen, das ein bisschen verteilen, wieder zurückklappen. Ja, und die Würmer fressen das dann. Im Winter füttere ich ungefähr einmal in der Woche. Im Sommer jeden zweiten Tag. Es gibt mehrere Schichten hier. Das ist die obere Fütterungsschicht. Und dann gibt es noch zwei Schichten mit Erde, wo auch noch ein paar Würmchen drin sind. Hier entsteht der neue kleine Komposthaufen. Die Würmer werden im Frühjahr dort umgesiedelt und der Igel kann die sich dann da rausbuddeln.